Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge von One Piece Odyssey. Auf zum Grabmal der Könige, würde ich sagen. Wir haben in der letzten Folge Bon Curry einen kleinen Besuch abgestattet. Naja, eigentlich haben wir ihn zufällig getroffen mit der Kanone und haben ihn dann verdroschen. Ist fast das Gleiche, aber ihr wisst schon. Ne? Ja, jetzt müssen wir den guten Sir Crocodile aufhalten. Bibi-chan, Sōsaiden wa dochi da? Und dazu müssen wir zum Grabmal der Könige. Okyu no Nishi. その路地を抜ければすぐよ。急ぎましょう。よし、こっちだな。行くぞ。Oh Gott, Vivi, was machst du jetzt wieder für Sachen? Bitte stell keine Dummheiten an. Da liegt noch eine Zuckerspur, die nehme ich mit. Ja, dann würde ich sagen, noch einmal speichern, wenn wir schon mal hier vorbeikommen. Außerdem kriege ich dann noch eine Heilung kostenlos mit dabei. So. Okay, die Gegner sind wieder respawned. Ich halte es aber kurz. Und würde mal die, die wir nicht unbedingt besiegen müssen, links liegen lassen. So, ja, Zoro ist natürlich genau im richtigen Spektrum drin. So, dann lass mal kurz gucken. Ruffy. Na, schade. Einen Schlag besiegen. Vielleicht sollte ich einfach nochmal hier die beiden tauschen. Nein. So. この足でてめえも。So. Da ist er weg. Ich war. Na toll. So, dann sehe ich den für Zoro und dann kann Zoro nämlich den anderen erledigen. So. Nee, du kannst mal da bleiben, wo du bist. Kannst auch da bleiben, wo du bist. So, und jetzt müssen wir hier eigentlich auch außen rum gehen können. Ich habe nämlich gerade da hinten nämlich noch was liegen und blinken sehen. Hier, sehr schön. Eine Krokobanane. Soldaten wollen mich auch noch angreifen. Nee, komm, lass mal, Freunde. Ich habe meine 20 Kämpfe gemacht. Ich muss nicht unnötig kämpfen. Was haben wir denn hier noch so schön? Vielleicht irgendwo eine Kiste, die wir mitnehmen können? Oder irgendwo ein Item, was hier rumliegt? Da zum Beispiel etwas. Den Typ kann ich da auch stehen lassen. Seekatzenplatz. Okay. Frage, ob ich da überhaupt hinkomme. Und ob er dann wieder sagt, so, ja, du musst hier lang. Also hier runter. Piros Hut. Oh. Warte mal, da muss ich nochmal eben kurz nachschauen. Diese Ausrüstung. Sortierung. Was haben wir denn da Schönes? Piros Hut. LP plus 762. Das ist ganz nice. Die Frage ist, wem gebe ich das mal? Freien Platz hat niemand mehr. Ne, warte mal, ich muss mal anders gucken. Charakterstats. Verbrennung. Eigentlich brauche ich das nicht, ne? Komm, ich mach mal hier Verbrennung raus und dafür Perus Hut rein.
Was haben wir sonst noch? Kraft der Millions, Mumm plus 156, 3 von Mr. 3. Ah, Halskette. Ja. Verteidigung plus 107. Bon Currys Kraft, Angriff plus 287. Das ist nice. So. Guck mal hier bei Navi, vielleicht Angriff plus 114, Angriff plus 220, Verteidigung. LP, Verteidigung, Angriff, Angriff. Find die beiden mal raus. Dann kriegt er Bon Currys Kraft. Und er hat dann noch ein bisschen Platz für was anderes. 3 von Mr. 3, Einladung des Vermittlers. Farbpalette. Na, das sind alles nicht so dolle Sachen. Halskette, ja, die könnte ich ihm vielleicht noch geben. Na komm, machen wir die Halskette hier. Ein paar Lebenspünktchen. Achso. War gerade kurz verwirrt, wo ich bin. Hallöchen. Ja, du, mit dem Chigedaro. Nein, das ist es ganz offensichtlich nicht. Ah, schön. Schön, schön. So, hier haben wir noch eine Kiste. Halskette Mumm plus 81. Naja, gut, okay. Nochmal eine Bar. So, gibt's hier noch was Neues auf der Wanted-Seite? Nö, immer noch die gleichen wie vorher. Dann kommen die anderen wahrscheinlich erst später. Was ist denn? Omili steht hier. Ah, sehr schön. Hier kann ich ja nicht rennen, ansonsten gibt es ja auch nichts. Alright. Ja, dann gehen wir mal ins Grabmal der Könige, Freunde. Ah, was sehe ich denn da? Robins Würfelfragment. Und wir gehen ganz offensichtlich hinten rum, wie ich das sehe.戦闘が激しくなっているようね。さっきの爆発を気にかけている様子もないわ。ああ。これは簡単には収まらねえな。みんな聞いて。考えがあるの。ここはクロコダイルと戦争の停止。手はルフィ、ゾロ。あんたたちはクロコダイルを止める役目よ。おう。ビビ。あんたは Könntet ihr vielleicht auch mal ausführen, wie wir genau das anstellen sollen? でも、一刻も早くクロコダイルを。こっちは、こいつらがいれば十分よ。それより、戦ってる人たちの命が危ないの。スパミソン、反乱軍も、王女も、ビビの言葉なら、耳を傾けるはずだわ。これは、 あなたにしかできないことよ。ごめんなさい、ルフィさん。私、救援広場に行くわ。今は私にできることを命をかけて彼らを止める。よし、いいぞ、お前ら。じゃあ、俺は市民と一緒に避難する役目だ。お前もこっちだよ。 Ja, wir haben ihn ja schon mal besiegt. Also nicht wir hier im Spiel, aber in der Serie. Also aufteilen heißt, Vivi geht woanders hin, oder wie? Das Grabmal der Könige ist doch der Friedhof der Königsfamilie, oder? Fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da reinzugehen. Hier werden Könige begraben? Ah, deshalb ist das Gras hier so bequem. Was? Hast du hier etwa geschlafen, Ravi? Nach den vielen Kämpfen konnte ich mich nicht mehr bewegen, deshalb habe ich ein Nickerchen gemacht. Das hast du damals also gemacht. Einfach mal ein Nickerchen machen. Natürlich, es ist Ruffy.
Grabmal der Könige. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch ein ganzes Dungeon bekommen, ganz offensichtlich. Hm, Robin ist ja auch wieder da. Aber da war eine Kiste, die ich mit Zorro aufschneiden konnte. Tja, wenn wir jetzt Vivi hätten, was? Robin ist der Gruppe beigetreten. Sehr schön. So, oh, was haben wir hier? Das Poneglyph ist davor. Es beschreibt den Standort der antiken Waffe Pluton. Das war die ganze Zeit über Crocodiles wahres Ziel. Er wollte nicht nur ein Königreich an sich reißen, sondern auch noch eine so mächtige Waffe? Das spielt keine Rolle. Wir werden nicht zulassen, dass er irgendwas bekommt. Natürlich werden wir das nicht. Oh, speichern. Erstmal sofort den Strohhalm greifen, wenn er sich einen anbietet. So. So, erstmal gehen wir wieder zurück zum Eingang, weil die Kiste nehme ich natürlich noch mit. Und wir haben hier wieder ein kleines Lämpchen, was wir anmachen können. Punkt auf der Karte markiert. Auf geht's, Zorro. Vulkanechsenschwanz mal 2. So, ich gehe mal hier runter einfach. Ich habe keine Ahnung, wo wir landen. Gerade mal der Könige U2. Alles klar. Hier sind doch bestimmt noch Schätze, oder? Es bringt nichts, selbst ich komme da nicht durch die Lücke. Dahinter ist eine Kiste. Okay. Dann haben wir hier. Ah, guck mal. Bananenrodil-Pastete. Was haben wir hier so alles aufheben? Ikso. Flammen-Nashornkäfer-Panzer. So, was ist das hier? Was ist los? Warum hast du angehalten? Ich habe mich der Barockfirma allein deshalb angeschlossen, um dieses Poneglyph zu lesen. Ich habe so viel Furchtbares getan, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Crocodile geholfen, ein Königreich einzunehmen. Aber das ist alles Vergangenheit. Ja, ich habe mich geändert. So viel steht fest. Ja. Ein bisschen Ärger hast du uns doch gemacht, Robin, aber ist schon okay. So. Okay, wir können haben nur diese beiden Möglichkeiten gerade. Dann gehen wir erstmal hier lang. Welch ein Wunder, dass diese Tür aufgeht, wenn ich mich auf den Schalter stelle. Oh, die Tür ist geöffnet. Das Unterboden war ein Switch. So, was haben wir hier? Erstmal natürlich eine Fledermaus, die müssen wir wegmachen. Wobei das Gebiet von Lysop. Du schaffst das schon. So, helfen wir dem. Helfen wir ihm nochmal. So. Das haben wir. Warum ist denn eine Kung-Fu-Robbe hier drin? Ich weiß es nicht. Ich
So, dann schaff Lysop nämlich mal Chopper rein. Ach ja, stimmt, ich habe Robin ja auch wieder. Ganz vergessen. Muss ich mich daran gewöhnen. So, 957 Punkte, nice. 29. 28. 28. So, was haben wir hier? Hey, da oben ist was. Sind das Ringe? Was machen die da? Ja, ja. Okay. So, einmal rüber. Das ist natürlich sehr praktisch. Hier gehen wir gleich hin. Ich hole mir erstmal eben die Kiste. Kann ich da nicht runter? Oh ja. Ah, da komme ich wahrscheinlich später durch. Die Tür muss ich öffnen. Halskette. Okay. Jetzt haben sich die Wege hier connected. Zuru to Kaidan ga dete kita zo. Fushigi. Dou iu shikumi na no? Ah, okay, das ist doch nicht die Tür, die ich eigentlich durch dich muss. Sind viel zu tief dafür. Alles klar. ここも開いたな。この先何があるかわからねえんだ。お前ら気抜くなよ。Alles klar. Interessant. Oh, Wurstei. Hier ist alles eingestürzt. Man könnte meinen, es wäre quasi nach dem Kampf mit Sir Crocodile gewesen. Gehen wir hier runter. Ich habe keine Ahnung. Hä? Hey, da unten ist der Krebs. Oh, Jaja, Würfel. Okay. Ich meine, da hinten muss ich lang, deswegen gehe ich hier erstmal mit Chopper durch. Und ich sehe auf der Minimap da unten schon, da ist wieder so ein Joyser-Shop. So, ich nehme erstmal hier ein paar Sachen mit. Lysops Würfelfragment. Was gibt's denn so Schönes im Joyser-Shop? Exklusive Joyser-Handels-Dings-Kette hier. Höchstens eins. Linker Armverband, LP, Verteidigung, Karus, Brille. Okay, also die lila Sachen sind halt immer die Special-Sachen. Der Rest, der ist mir gerade irgendwie relativ egal. Kann ich denn noch was verkaufen von den Sachen, die ich nicht mehr brauche? Hier vielleicht sowas mal. Halskette, das hier, das hier, das hier, das hier. Ja, das sind also diese Sachen, die ich gar nicht mehr einsetze. Und ein paar von den Angriffsringen, die wir mal gekauft haben. So, 47.400, immerhin. Okay. So, ich bleib mal gerade bei Chopper. Was hier? Was ist das denn für ein Hebel? Geisha. Er hat gesagt, dass wir ihn nicht anfassen sollen, da sie damit die Fracht entladen. Ich will ihn jetzt anfassen. Haftzug, okay. Naja, mehr gibt es hier scheinbar nicht. Dann wieder mal zurück. Yoshi. Sehr schön. So, da liegt noch ein bisschen Zeug.
Hohlpilz. Und was haben wir hier? Gewöhnliche Nudeln. Okay. Are? Kono nioi wa? Dusa, Chupa. Kogani no nioi da. Den haben wir sogar schon gesehen. Konna tokoro ni hikkoshi club ga iru no ka? Asoko Kogani da. Oi! Aber warum ist der hier? So. Okay, so hier runter. Wie komme ich jetzt runter? Was ist mit Gondelpilz? Achso, da hinten. Achso, hier oben muss ich lang. Ja, gehen wir erstmal runter, ne? Unterirdische Wüste. So, Aromakraut. Da ist doch ein Monster, sehe ich doch bis hierhin. Ein Krokodil! Na komm, was nehmen wir nochmal mit? So, für Sanji kommt Dorabin rein. Hallo Krebschen. Amsterdam-Krebschen, hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Verstehe, das ist also deine Lieblingsstelle. Was? Das ist für mich? Vielen Dank, Amsterdam-Krebschen. Aufzug erhalten. Dankeschön. Ja. Okay. So, eine sehr merkwürdig platzierte Kiste hier einfach so mittendrin. Das ist so gar nicht verdächtig. Kobras Halskette. Oh, okay. Das muss ich nochmal eben kurz mir anschauen. Was kann die denn? Kobras Halskette. Verdammt, das war 99. Weißt du was? Dann nehme ich das hier einfach mal raus. Irgendwie nochmal ein bisschen Verteidigung. Aber nett gemacht hier unten. Vor allem, dass man hier nicht zwingend runter muss. Das finde ich ganz interessant. So, jetzt geht es aber erstmal hier weiter. Okay. Das sieht nach Rätselspaß aus, Freunde. Robin, wo sind wir hier? Das ist die unterste Ebene des Grabmals der Könige. Ich schätze, dass man mit diesem Mechanismus einen Weg zum Schlüssel freigeben kann. Okay, sehen wir mal nach. Löse das Rätsel um den Schalter. So, aber hier gab es noch irgendwo was wir gerade aufsammeln konnten. Da. Gesehen. Da hinten ist auch noch was. So, da kann ich mich rüberschlängeln.
Und da hinten sehe ich noch etwas. Das will ich mir mal eben. So, Lysops Würfelfragment. So. Aber dieses Rätsel, liebe Freunde, das schauen wir uns natürlich erst in der nächsten Folge an. Wir machen heute mal pünktlich Schluss, zur Abwechslung mal. Und ja, doch noch kein Kampf gegen Crocodile, kommt aber sicherlich noch. Jetzt erstmal natürlich wieder danke fürs dabei sein, Freunde. Übermorgen geht's weiter und bis dahin halt die Ohren steif und bis dahin.